Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht in diesem Video wieder um den Dustbowl und zwar um dessen Durchgangsmessung. Auch bei dieser Messung, die im Prinzip recht einfach ist, gibt es ein paar Besonderheiten und deshalb sind manche Ergebnisse der Durchgangsmessung auch tatsächlich wiederum nur von Elektrofachkräften vernünftig interpretierbar. Das Grundprinzip ist allerdings recht einfach. Wir sehen hier ein Bild aus der Bedienungsanleitung. Und zwar ist es so, wenn das Gerät auf Durchgangsmessung eingestellt ist, legt es selbst an seine Prüfspitzen eine Spannung von ca. 1,775 Volt. Und sofern nun diese beiden Prüfspitzen leitend miteinander verbunden werden, wie zum Beispiel über diese Glühlampe, summt der Dustpol und zeigt in seiner Anzeige einen sehr niedrigen Widerstand an. Das Gerät zeigt bereits Durchgang an, wenn der Widerstand zwischen den Prüfspitzen kleiner ist als 100 Kiloohm. 100 Kiloohm sind ja durchaus noch ein recht großer Widerstand, aber bereits beim Unterschreiten dieses Wertes wird der Durchgang angezeigt. Da der Dustpol eine Spannung von außen an das Messobjekt anlegt, darf natürlich nur gemessen werden, wenn das eigentliche Messobjekt bzw. die Anlage spannungsfrei ist. Erkennt der Dustpol, dass das Messobjekt bzw. die Anlage unter Spannung steht, so schaltet er automatisch auf eine Spannungsmessung um. Ich habe dieses Video in 5 Teile gegliedert. Zuerst zeige ich einmal, wie man ganz einfach die Spannung an den Prüfspitzen überprüfen kann. Ich werde dann eine Leitung auf Durchgang messen und dabei durchaus kritisch mit dieser Situation umgehen. Denn dabei sind auch falsche Messungen möglich. Das merkt man dann insbesondere im dritten Teil, indem ich nämlich über eine Spule messe. Und dabei können eben durchaus Durchgänge vorgetäuscht werden, die dann natürlich da sind, aber die man in der Form eigentlich nicht messen möchte. Das werde ich an dieser Stelle näher erläutern. In dem Fall ist es dann durchaus günstig, wenn man statt des Durchgangs wirklich den Widerstand misst. Ich werde dann noch über einige LED kleine Leuchtdioden messen, um einmal diese Messung zu zeigen. Bei Dioden kann man auch eine sogenannte Durchbruchspannung messen. Das werde ich aber in einem weiteren Video zeigen. Das funktioniert auch mit dem Dustpol, aber das werde ich in diesem Video nicht näher betrachten. Schließlich werde ich im letzten Teil des Videos noch den Durchgang und den Widerstand von Wasser messen. Dabei werden Sie sehen, dass normales Leitungswasser einen durchaus recht hohen Widerstand hat, was vielleicht überrascht, denn Wasser gilt völlig zu Recht als sehr gefährlich im Zusammenhang mit elektrischen Spannungen und werde dann zeigen, dass Salzwasser, wenn ich also etwas Salz in diesem Wasser löse, durchaus einen viel geringeren Widerstand hat. Zunächst zeige ich aber einmal, wie man ganz einfach die Spannung an den Prüfspitzen des Dustpols messen kann. Dazu habe ich ein Multimeter auf eine Gleichspannungsmessung bis 2000 Millivolt eingestellt. Wenn ich nun mit dem auf Durchgang eingestellten Dustpol auf die beiden Buchsen gehe, zeigt das Multimeter natürlich die Spannung der beiden Messspitzen an. Als nächstes werde ich nun zeigen, wie ein ganz einfacher Durchgang zu messen ist. Wir sehen hier eine vieradrige Leitung. Die blaue und die schwarze Ader sind hier miteinander verbunden. Die braune und die grün-gelbe Ader sind nicht miteinander verbunden. Durch Messung an diesem Ende der Leitung werde ich nun also feststellen können, welche Adern miteinander verbunden sind und welche nicht miteinander verbunden sind. Man nutzt das Ganze zum Beispiel dafür, um überhaupt festzustellen, wohin Leitungen führen. Kommt zum Beispiel eine Leitung an eine Hauptverteilung an und man kann nicht feststellen, wo sie hinführt, so kann man das durchaus dadurch ausprobieren, dass man einzelne Leitungen an einem Ende kurz schließt und dann das Ganze auf Durchgang prüft. Selbstverständlich geht das dann natürlich nur noch, ohne dass Spannung auf der Anlage vorhanden ist. Wie hier unmittelbar zu sehen ist, kann man natürlich auch testen, ob einzelne Adern miteinander verbunden sind. Das kann eine erwünschte Verbindung sein, das kann aber natürlich auch eine Verbindung sein, die aufgrund eines Defekts vorliegt. Vielfach wird aber auch die Durchgangsmessung dazu benutzt, um festzustellen, ob einzelne Komponenten von Verbrauchern noch in Ordnung sind oder nicht.
Zum Beispiel misst man gern Heizwicklung auf Durchgang und geht dann zunächst davon aus, wenn man da Durchgang messen kann, dass die noch in Ordnung sind. Wie in dem Bild aus der Bedienungsanleitung zu sehen, kann man auch Glühlampen einfach auf Durchgang messen, um festzustellen, ob sie noch funktionsfähig sind. Bei LEDs sieht die Sache schon anders aus. Die lassen sich nicht mehr so einfach auf Durchgang prüfen, da sie eine komplizierte Elektronik enthalten und nicht einfach nur einen Glühdraht. Nun komme ich zu einer Durchgangsmessung, die durchaus zu Irritationen führen kann. Ich möchte die schwarze gegen die blaue Leitung messen und ich gehe davon aus, dass in einer richtigen Verdrahtung der Anlage diese beiden nicht direkt miteinander verbunden sind. Da sind sie nun auch nicht, aber da in diesem Fall diese beiden Leitungen gleichzeitig den Spulenanschluss bilden, sind sie natürlich über diese Spule miteinander verbunden. Diese Spule hat einen Gleichstromwiderstand von ca. 3 Kiloohm. Messe ich nun den Durchgang zwischen diesen beiden Leitungen, so wird mir einfach ein Durchgang angezeigt und nicht etwa 3 Kiloohm, sodass ich das Gefühl habe, diese beiden Leitungen seien miteinander verbunden, obwohl sie gar nicht miteinander verbunden sein sollten. Das ist unbedingt zu beachten in Anlagen, wenn man durch eine Durchgangsprüfung testen möchte, ob die Leitungen richtig gezogen sind, dass man über Spulen und auch andere Verbindungen quasi rückwärts einen Durchgang misst. Bedenkt man das nicht, so ist die Durchgangsmessung für diese Art von Test der Anlage nicht geeignet. Im Folgenden zeige ich nun die Durchgangsmessung über eine Diode. Auch das kann in elektronischen Schaltungen zu Irritationen führen, sodass Durchgänge auftreten an Stellen, an denen man nicht damit rechnet. Dioden, sei es als herkömmliche Dioden für Brückengleichrichter oder andere Zwecke ausgeführt oder auch Leuchtdioden, lassen den Strom nur von der Anode über den PN-Übergang zur Kathode fließen. Wird der Pluspol an der Kathode angeschlossen, so fließt kein Strom über den PN-Übergang. Es fließt aber auch dann, wenn man den Pluspol an die Anode legt und den Minuspol an die Kathode, erst beim Erreichen der sogenannten Durchbruchspannung ein Strom über die Diode. Man nennt diesen Wert die sogenannte Durchbruchspannung. Auch die kann man mit einem Pluspol digital messen. Das werde ich in einem weiteren Video zeigen. Die kleine Diode hat eine Durchlassspannung von etwa 0,4 Volt. Wenn ich nun also den Pluspol an die Anode lege und den Minuspol an die Kathode, kommt es zu einer Durchgangsmeldung. Obwohl die dreifarbigen Leuchtdioden eine Durchlassspannung von etwa 1,6 bis 1,7 Volt haben, ist der Pluspol nun nicht in der Lage, die Leuchtdioden auf Durchgang zu messen, da die 1,7 Volt am Pluspol bei Belastung sofort zusammenbrechen und somit kein Durchgang angezeigt wird. Messe ich nun umgekehrt Pluspol an der Kathode, Minuspol an der Anode, so wird, wie wir in allen vier Fällen hier sehen, sowieso kein Durchgang angezeigt. Es hängt hier also durchaus vom Diodentyp ab, ob in Durchlassrichtung Durchlass angezeigt wird oder eben auch nicht. Im letzten Teil des Videos setze ich mich einmal mit der Durchgangs- bzw. Widerstandsmessung über Wasser auseinander. Vorweg möchte ich sagen, dass Wasser im reinen Zustand, damit auch destilliertes Wasser, ein sehr guter Isolator ist. Destilliertes Wasser darf aber auf keinen Fall zu sich genommen werden, weil dadurch Körperzellen zum Platzen gebracht werden. Das ist sehr gefährlich.
In der Natur und damit auch in Haushalten hat Wasser immer Mineralien gelöst und wird damit von einem guten Isolator zu einem schlechten Leiter. Diese schlechten Leitungsfähigkeiten im Zusammenhang mit der großen Kontaktfläche, die Wasser nun mal zum menschlichen Körper hat, wenn man es berührt, macht das Wasser im Zusammenhang mit der Elektrotechnik extrem gefährlich. Also die Isolationseigenschaften und die Halbleitereigenschaften von Wasser sollten einen auf keinen Fall dazu verführen, unvorsichtig zu werden, wenn man irgendwie mit Wasser und Elektrizität gleichzeitig zu tun hat. Das ist in aller Regel eine äußerst kritische Situation. Nun zunächst die Durchgangsmessung in reinem Wasser. Beim Zusammenführen der Spitzen wird erst sehr spät der Durchgang gemessen, erst beim Berühren der Spitzen. Beim Wiederauseinanderziehen hält der Durchgang länger an. Nun die Widerstandsmessung. Sie liegt bei etwa 100 Kiloohm. Werden die Spitzen aneinander geführt, sinkt der Widerstand natürlich auf etwa 0 Ohm und beim Auseinanderziehen geht er etwa bis 100 Kiloohm wieder hoch. Ich rühre nun Salz in das Wasser ein. Beim Annähern im Salzwasser wird zunächst kein Durchgang gemessen. Nach dem Berühren wird der Durchgang allerdings viel länger aufrechterhalten, als das im salzfreien Wasser der Fall war. Im Salzwasser schwankt nun der Widerstand vom Außenbereich bis nach innen von etwa 60 Kiloohm bis 0 Kiloohm, ist also deutlich gesunken gegenüber dem reinen Leitungswasser. Ja, das war's zum Thema Durchgangsmessung in den verschiedensten Facetten. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.